Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Wir spielen 7 Days to Die und ja, wir suchen jetzt, was brauchen wir nochmal? Plastik, ne? Öl und Plastik. 5-mal Plastik und 2-mal Öl. Plastik und Öl. Ich gehe mal zu diesem einen Gebäude hinter der Brücke und nehme die ein bisschen auseinander, bis ich da Öl und Plastik gefunden habe. Ja. Öl könnte man wahrscheinlich bei Autos kriegen, ne? Garantiert. Wenn du Autos auseinander nimmst, bestimmt. Kann es sein, dass die Autos mittlerweile seltener geworden sind? Kann sein. Also viel steht. Vorher war es ja immer so, dass auf den Straßen immer welche standen, ne? Stimmt. Hatten wir uns eigentlich den Hafen komplett angeschaut? Weiß es nicht mehr. Weil dann würde ich da einfach mal hinlaufen. Ja, lauf du zum Hafen. Ich lauf da einfach hier zu dem nächsten Gebäude. Ich nehme auch mal einen Schraubenzieher mit. Jo. Schlüssel. Weil ich stehe kurz davor, das zweite Fahrrad zu vollenden. Da sind wir eine Biker-Gang. Genau. Ach, der Hafen ist noch weiter hinten, okay. Und dafür fehlt mir tatsächlich nur noch 5-mal Plastik und 2-mal Öl und dann haben wir 2 Fahrräder. Meins schleppe ich schon mit mir rum. Bauteile für Heinrichs Fahrrad. Wieso fahre ich eigentlich? Nein, ich fahre mit dir zusammen. Du fährst mit mir zusammen. Oh, hier ist ein Auto. Ich steige nicht alleine auf mein Bike. Nein, nein, nein. Das ist schön. Ich gehe auch gleich zum Hafen. So, einmal Plastik habe ich schon. Juhu. Kurze Rohre habe ich gefunden. 3-mal Plastik habe ich. 4 Plastik. Jetzt nur noch 2-mal Öl. Kein Öl. So, scheiß Fahrzeug. Genau, ich glaube, auch diesen kleinen Hafen wollten wir uns anschauen, aber es waren dann so viele Zombies, dass wir es dann doch nicht gemacht haben. Ich weiß es nicht mehr. Stimmt, hatten wir vielleicht keine Zeit mehr? Nee, das war, glaube ich, so am ersten oder... Oh, hier sind Autos. Fantastisch. Es war erster oder zweiter Tag und da haben wir uns nicht reingetraut, weil das so viele waren. Stimmt, hier bei Jimbos, hier waren wir gar nicht. Wir haben uns das nur so von außen einmal grob angeschaut gehabt. Immer noch kein Öl gekriegt. Ich muss mal kurz auf ein bisschen pausieren. Paul's Marina. Da hinten ist noch irgendwas Schrottiges. Eine Autowerkstatt oder was? Ich weiß es nicht. Könnte ein Auto auf dem Dach sein. Federn kann man ja behalten, aber kein Öl. Die Autos haben immer Öl gegeben. Oh, 2 Öl habe ich. Wie viel brauchst du? 2. Fantastisch, warte mal. Also, Plastik und Öl möchte ich bitte haben. Yay, ich kann... Ach, scheiße, nee. Oh nein, ich bin so ein Dödel. Was denn? Ich muss jetzt 2-mal Räder machen. Ja, du brauchst... Das heißt, ich brauche nochmal 16 Plastik und 2-mal Öl. Und ich muss zurück zum Haus. Hier ist nochmal Plastik. Weil beim... Setz ich doch auf mein Fahrrad. Mach das mal. Oh, einen kleinen Motor gefunden. Zeig mal, wie sieht das aus. Biker Gang! Tutut! Cool. Weil ich noch kein Fahrrad habe, hau ich dir auf den Kopf, du Zombie. Ich bin auch müde, dass ich daran denke, dass ich ja 2 Räder machen muss und nicht nur ein. Na, ich nehme die Autos hier noch auseinander, weil es noch Öl oder Plastik braucht. Ja, brauche ich auf jeden Fall. Dann haben wir das. Aber das Fahrrad, das wir Fahrräder haben, ist richtig cool. Finde ich auch. Oder Fahrräder sind eine gute Erfindung gewesen, dass wir die hier reingesetzt haben. Ja, brauchst keinen Treibstoff, sind leise. Uhu! Ich habe die Nacht so viel Eisen gekloppt. Sehr schön. Ich hatte eigentlich was abgelegt, bin jetzt aber schon wieder bei 2300 Eisen. Hohoho. Oh, Munition. In dem Fach. Nein! Was machst du? Oh Gott, nein. Ich bin mit meinem Fahrrad in unser Loch gelaufen. Scheiße. Kriegst du es wieder auseinander? Ich nehme es einfach nochmal in die Hand. Ach, das geht? Ja. Cool.
Bei den Taschenmotorrädern mussten wir ja immer... Stimmt, die musste man komplett auseinandernehmen. Genau. Oh, ich bin aber auch ein Dödel. Fahr ich mit dem Fahrrad in unseren Graben. Das sieht hier wirklich cool aus. Das sind wirklich... Hier hat jemand aus Autos eine Mauer gebaut. So, zweimal geschmiedetes Eisen. Mit zerschrotteten Autos. Cool, das müssen wir uns auch mal ansehen. Ein Bottle of Acid. 10 Kohlebrocken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brauche ich noch. Also, genau, zweimal Öl und 9 Plastik fehlen jetzt noch. Ja, kann ich dir gleich sagen, ob ich das alles habe. So, ich habe 6-mal Öl und 32 Plastik. Ich glaube, das reicht. Das reicht. Dann komme ich zu dir geradelt. Juhu! Ring, ring. Oh nein, nicht wieder ins Loch. Oh, scheiße. Jetzt habe ich eine Fackel umgefahren. Oh nö. Oh, da drin sind Zombies. Hallo! Da, wo die Autos standen, ich bin da nur ein bisschen Zombies knüppeln gegangen. Hallo. Oh. Zack. Der hat hier gleich um die Ecke gewartet. Doch, ich glaube, hier war ich ganz kurz drin. Aber wir haben es nicht zu Ende durchgesucht. Das kann sein. So ein bisschen dran erinnern. Doch. Wir waren nicht... Ich habe mir das Nachbargebäude nicht angeguckt. Ich glaube, hier alles habe ich geleert. Guck mal, ob ich einen Zombie umfahren kann. Ist schon da? Fast. Die Tür hatte ich übersehen. Oh, die ist offen. Oh, hier geht's nicht mehr hoch. Okay, bin da. Ja, ich komme raus. So, Öl, Plaste. Danke. Ja, das zweite Fahrrad wird gebaut. Dann würde ich sagen... Wir können drin noch weiter gucken, das dauert eh, bis das fertig ist. Ja, dann lass mal hier nochmal Jimbos links reingehen. Hast du Holzframes dabei? Nee. Aber die lassen sich ja schnell machen. Warte, ich mach mal ein paar. Hier mach ich mal Tür zu, da war ich drin. Oh, hier ist ja auch ein... Wer stünden hier so rum? Ja, hier sind überall bestimmt noch Zombies. Die Boote kann man sich dann auch nochmal angucken. Oh. Ah, hier. Wollt ihr mich in die Falle locken, ne? Boah. Ihr elenden Zombies. Aua. Oh, noch von hinten. Aua. Spinnt ihr. Arsch, komm. Oh, daneben. Meine Fresse. Ganz viele Getränke hier. Bier. Oh, hast du zufällig einen Mechanical Part? Warte, ich bin gleich soweit. Mechanical Parts. Einen brauche ich. Ja, 46 habe ich. Ach, da kommt ihr her. Schau einer an. Wo bist du denn? Ich bin draußen. Das Gebäude hatten wir, glaube ich. Hatte also ich war noch in keinem der Gebäude. Sind auch miteinander verbunden. Weil wir hätten hier eine Abkürzung nehmen können, weil da war ich drin, das weiß ich. Vielleicht ja, nicht ganz oben. Ja, kriege ich die Frames. Und jetzt hätte ich auch welche bauen können. So, Bicycle. Es sind 2 Sekunden fertig.
Mein Bicycle ist fertig. Da muss ich einen Zaungas platt machen. Oh, dein Bicycle steht. Wunderbar. Guck's mir nachher an. Aber erstmal will ich hier mir das Gebäude fertig angucken. Alle Knüppel sind mittlerweile besser geworden, finde ich. Hm? Die Knüppel sind besser geworden. Ja. Also mittlerweile kann ich sie echt gut wegknüppeln. Ach, du bist da oben. Okay. Ja. Ah, die Leichen von letztes Mal liegen hier noch. Nee, die leben wieder. Die Schweine. War da ja gar nicht drin. Ich kann dazu überhaupt nicht. Wieder 3 Stück. Weil die spawnen hier wohl immer. Mal gucken, dass von hinten nichts kommt. Sieht aber gut aus. Hier sind überall so verschiedenste. Da was hinter oder ist das einfach nur Deko? Ach, Fenster. Ein Hauch von nichts. Ja, das eine Gebäude hat sich nicht gelohnt. Dann kommt man hier aufs Dach. Ah, auf dem Dach ist noch eine schöne Kiste. Ah, das habe ich mir gedacht. Und Fallen sind hier. Zombie-Time. Oh, hier sind ein paar. Oh! Ah! Oh mein Gott, das Haus brot. Ah, das brot nicht! Du bist auf Wasser? Ich wollte mir das eine Boot anschauen, hab die Tür eingehauen und das Boot ist zusammengebrochen. Hier oben ruckelt so ein bisschen. Ich finde das bescheuert. Oder die Berechnung mit dem Schild passt hier nicht. So, schnell verheilen hier. Ah, hier oben ist noch richtig was Gutes. Hat sich gelohnt, hier hochzukommen. Du lenkst die restlichen Zombies ab? Bitte? Du lenkst die restlichen Zombies ab? Ja, offensichtlich. Oh, Stahlgerüst gefunden. Oh, eine Eisenschaufel. War das gerade noch einer? 2 Waffen. Handschuhe. Aber die möchte ich gleich tragen. So, jetzt bin ich proppevoll. Ich wusste doch, dass da noch einer ist. Nee. Und noch einer. Da vielleicht hin. Dann hüpfen. Hüpfen. Ah, hier ist so ein Dach. Wie langweilig. Da haben wir wieder diese Wasserproblematik. Sieht ein bisschen scheiße aus. So. Dann bin ich eigentlich... oh, nee, da. Ach, das ist kacke. Hier auf dem Dach, zwischen den Dachbalken sind so einzelne Bretter. Und sogar da drauf kann Loot liegen.
Krass. Das sieht man aber von unten nicht. Hm. Oh, hier links gleich auch. Das ist echt fies. Da muss man echt Frames bauen, hochklettern, gucken. Hm. Ah, hast du was zu futtern, zufällig? Eier. Hm. Aber ich kann dir gleich was abnehmen, weil du bist überladen. Ich bin sowas von überladen. Ich bin noch sowas von gar nicht überladen. Das andere Gebäude hattest du durchsucht? Ja, das war leer. Okay. Können wir zum größeren Hafen fahren? Weiß nicht, wie lange wir brauchen, weil ich würde schon fast sagen, ich fahre zurück. Was ist das, 12? Aber ich bin wirklich proppenvoll. Ja, gib mir doch was. Willst du Autoteile, Waffen? Hier, warte, ich gebe dir Pistole. Pistole, Munition. Munition, Stahltür, Stoff, Motor, behalte ich, das kannst du noch kriegen, Messing, so. So, ich habe jetzt noch 4 Slots frei, rein theoretisch 5. Ich keine. Hier gegenüber, das ist ein geiles Gebäude. Das hier geradezu? Oh, ich sehe cool aus mit meinen Rasterlocken. So sehe ich mal auf dem Bike aus. Gangster-Style. Gangster-Style. Ich weiß nicht, wie lenkt man das Ding? WASD? Ja, einfach, wenn du nach rechts und links guckst, ne? Wie bei den. Da, wo du jetzt bist, das Gebäude. Boah, ich kann nicht nach rechts biegen. Boah. Ja, einfach nach rechts gucken. Rechts gucken? Ach so, man gibt nur Gas und ja, guckt nach wie links. Wie bei den Minibikes. Ah. Ist das hier offen? Ja. Achtung, oh, da ist ein Vogel. Sieht richtig cool aus, so verteidigt. Vogel greift an. Aua, scheiß Tier. Stirb! Scheiß Vogel. Dafür zerlege ich dich. Man hat übrigens auch eine Power-Attack, wenn man mit der rechten Maustaste schlägt. Jetzt echt? Ja. Oh, er macht dann... Ah! Cool, wusste ich gar nicht. Oh, mein Bicycle sieht ein bisschen komisch aus. Guck mal. Bicycle-Glitch. Ich kämpfe. Glitch, 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 glitch. Aber doch nicht so sicher hier, ne? Wie weit ist das von unserem Zuhause entfernt? Das ist nicht so weit. Weil das ist ja eigentlich schon richtig gut verteidigt, so, ne? Weil bis wir diese Eisensachen durchgehauen haben. Oh, das ist, bist ja gar nicht du. Das sind ja Zombies. Aua! Ja! Ich dachte, ich rede mit dir, aber... Nee, weil die Mauern sind eigentlich super bisher, oder? Ist der Stahl? 2500, bis du da durch bist? Ich meine nur, so als Zwischenbasis, weißt du, was ich letztes Mal angesprochen habe? Ja, aber habe? Das ist zu nah dran, ne? Es lohnt nicht. Mit Aussichtsplattform? Finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Also man könnte hier raus was machen. Oh, hier drin ist ein Vogel. Das ist ja eklig. Der hat mich verletzt. Ich krieg den da nicht raus, diesen dummen Vogel. Aua! Kommt er nicht raus? Nein. Und ich gehe da nicht nochmal rein, weil ich habe nur noch zu leben. Oh. Dann übernehme ich den Vogel. Danke. Von hinten kannst du mal da mal die... Ja. Ah, der ist er. Danke. Mal gucken, ob da noch was drin war.
Quatsch. Ja. Gibt hier mal eine Maske. Okay, Vogel auseinandergenommen. Ist da drin noch was Spannendes? Ja, eine Kiste. Hast du noch Platz? Ja. Dann guck du mal rein. Oh. Nichts Spannendes. Ist da drüben ein Rucksack oder so? Ich versuch's nochmal. Zack. Ah, hier, die Dinger brechen ein. Okay. Hier oben ist so eine Tasche. Mit nichts drin. Wow. Das Hammer, oder? Aber wie gesagt, so als Zwischenbasis wäre das nicht verkehrt, das Teil hier. Es ist gut verteidigt, man macht einige zwei Lücken kaputt. Oder zu. Also es ist stabiler als unser Haus, die Außenwand. Stimmt. Dafür ist die mittlere Basis nur auf Stelzen gebaut hier, das mittlere Teil. Oh, da stürzt sie dann sehr schnell ein. Ja, ja, aber kann man ja, könnte man verbessern. Aber wie gesagt, nicht verkehrt. So. Ja. Jetzt kann ja, ich. Dann können wir ja. Kannst du dir mal mein Fahrrad angucken? Fahrrad, ja, Moment, warte. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Okay. Bei mir zappelt das voll rum. Ja, meins zappelt bei mir rum und dein steht normal. Okay, bei mir ist es andersrum. Guck mal, die Reifen. Ja, bei mir ist es andersrum. Das ist, es ist meins und deins ist normal. Ja. Ja, ich würde sagen, wir fahren nach Hause. Ich grabe den Graben weiter. Das ist eine Idee. Komm, wir fahren nach Hause. Ich komme mit. Jetzt muss ich mir überlegen. Ah ja. Mit der Maus steuere ich. Und es geht doch schneller, ne? Yeah. Dum, 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 dum. Ach ja, vorsichtig, weil wenn du über Steine oder sowas fährst, nimmt das Fahrrad Schaden. Okay. Also auch Gebüsch und so nicht. Genau, nichts umfahren, wenn möglich. Das macht das Fahrrad kaputt. Also auf dem Weg bleiben. Ja. Cool, ja, ich habe keine Ausdauer mehr. Das Fahrrad ist coole Sache. Ja. Oh, oh. Was war das denn? Ich bin gegen dich gefahren. Gegen mich? Ja, von hinten. Aber mein Fahrrad ist noch heile. Ich meine, es ist nicht so schnell wie das Moped, aber das zieht nicht mehr so, ne? Früher hat das ja immer so gezuppelt. Stimmt. Wenn du mit dem Moped gefahren bist. Und das ist definitiv schneller als zu Fuß. Jetzt habe ich einmal Schaden, weil ich gegen... Ich vergesse die ganze Zeit mit dem... Ups, ich bin gerade voll durch Steine gefahren. Mit der Maus die Richtung, also zu gucken, so. Naja. Bike, yeah. Jetzt brauchen wir eigentlich auch eine Garage fürs Bike, ne? Ja. Ich stell's hier auch genau weiter weg. Oh, man sieht richtig, die Bäume sind ja schnell gewachsen. Ich sehe den Fluss sehe gar nicht mehr. Unsere Allee ist zugewachsen, die sind zu nah. Nein, nicht schon wieder! Oh! Köter! Der frisst dich! Sollte was futtern. Wo kam auf einmal dieser Scheißhund her? Ich hab keine Ahnung. Alter, der hat's auf dich abgesehen gehabt. Der wollte dich futtern. Hm. Puh. Egal, ich fange jetzt an zu graben. Oder ich fahre fort zu graben. Ja, ich helfe dir gleich. Ach ne, das sind ja Autoteile. Hatten wir nicht. Upsala, das ist eine falsche Taste. So. Da kommen Autoteile hin.
Schmutze Rohre packe ich da auch mal hin. Oh, jetzt habe ich wieder eine Nahtoderfahrung. Ja, schade. Tut mir auch irgendwie leid für dich. So, die zwei Reparaturkits habe ich gefunden. Die sind oben in der Waffenkiste. Cool. Und ja. Wir können auch nochmal weg. Wenn ich gerade hier bin, wie sieht es mit Hunger und Durst aus? Durst könnte man was trinken. Kann das auch gleich weg. Und ein Steak vielleicht muss man reinquetschen. So. Also die Bäume bin ich doch der Meinung, müssen wir ein bisschen weiter wegpflanzen. Okay. Sind mir auch zu nah. Gerade hier hinten. Ich will diese ganzen Hügelkuppel-Dinger sehen. Dann sieht man das, ob sie kommen. Eichen. Ein paar Bäume hacke ich nochmal schnell. Mach mal. Also ich mache den Graben erstmal nur einen breit. Mhm. Du kannst den ja gerne verbreitern. Aber das war erstmal so, sozusagen diese Linie haben. Ja. Wir sollten auf jeden Fall das Gras irgendwie hier entfernen, damit wir dann auch sehen, wo die sind. Und wir sollten dann auch eine Brücke irgendwie machen. Also keine dauerhafte Brücke, sondern eine mit Frames, die wir dann zur Roten Nacht wegnehmen. Ja, dann einfach nur diese Frame-Brückenteile hinlegen. Genau. Und zur Nacht einfach wieder einsammeln. So, die restlichen kann man ja auch nochmal irgendwann weghauen. Also erst hinter der Hügelkuppe werden Bäume gepflanzt, nicht davor. Okay. So. Ich mach dann hier bereit. Du kannst ja auch gucken, wo die Eckpunkte sein sollen. Und buddelst die so. Ups. Oder nicht. Grabe, grabe, grabe. Der muss ja auch mal gemacht werden. Ja. Ein halber Tag Action, ein halber Tag bauen. Wir haben unsere Fahrräder. Ja, also... Das heißt, wir können uns auch die Farm anschauen vielleicht am nächsten Tag. Weil jetzt ist es ja nicht mehr so weit, seit wir jetzt unsere Fahrräder haben. Stimmt auch wieder. Ja, mit der Eisenschaufel schaufel ich zwar schneller, aber ich gehe auch schneller kaputt. Mhm. Also ich gehe schneller kaputt. Ich wahrscheinlich auch. Aber ich habe ja eine Steinschaufel. Konnte nicht widerstehen, sie einfach zu nehmen. Ja, ist okay. Du bist unser Bergbauer. Oh. Schon wieder kaputt. Ja, ich die ganze Zeit, ja. Ja, meine Ausdauer ist auch nicht so hoch. Also immer wenn du Schaden kriegst, sag ich mal, verletzt wird, nimmt sie auch die Ausdauer. Ja, die Ausdauer ist wirklich nur voll, wenn du auch voll Nahrung hast. Ach so.
Aber wenn du zu viel Nahrung... Ja, 74. Das Spiegelei hat nicht so viel gebracht. Uhr, 19 Uhr. Also ich würde mir am nächsten Tag wirklich gerne die Farm anschauen, weil ich hätte da gerne eine Gartenhacke, dass wir auch Nahrung anbauen können. Können wir nämlich auch bessere Nahrung herstellen. Hm. Dafür brauchen wir eine Gartenhacke. Und bevor ich selber Geräte aus Eisen herstellen kann, muss ich erst Level 20 werden. Ja, wir haben ja fast die eine Seite ja schon gegraben. Ist doch cool. Dass wir das für nächste Nacht durch haben, fertig haben. Das wäre cool. Was könnte man da für Spitzen reinmachen? Die Standardspitzen oder gibt es andere Spitzen? Naja, also wenn wir natürlich jetzt die Eisenproduktion ganz massiv machen, können wir da Eisenspitzen. Nee, die Eisenspitzen würde ich erstmal vor... Ich glaube, erstmal Holz. Dann erstmal Holz. Aber gab es nicht früher diese kleineren Spitzen? Oder? Diese... Ja, ich weiß welche... Diese flachen... Diese Stämme, ne? Ja, diese Stämme. Haben sie die rausgenommen? Sind bei den Pfeilen tatsächlich nicht mehr. Spitzer Stamm oder sowas. Ja, genau, genau. Ich glaube, die waren haltbarer. Nee, Spitzer Stamm gibt es nicht mehr. Hm. Ja gut, dann hacke ich jetzt ein bisschen Holz und machen wir ein paar Stacheln. Ja. Damit sie reinfallen, die Schweine. Weil 20 Holz so einer, das ist natürlich nicht wenig. Hier, die Bäume stören mich eh. Achso, wie weit soll ich denn den Graben ziehen? Ja, so ungefähr hier? Die... Warte mal. Wie viel Frame-Platz haben wir da? Ungefähr... Mal her. So, es sind 1, 2, 3, 4. 6 Frames würde ich sagen. Ja, 6 Frames. Okay, dann hier auch. Und 6 hier so in etwa. Okay. Und hast du hier fast verbunden. Also du hast hier Eckpunkte gerade gegraben. Okay. Gut, gut, gut. Der nächste Baum, der mir nicht gefällt, bist du. So, aber um 21 Uhr. Weil das muss ja auch gemacht werden. Ja. Das würde ich dann zwischen dem Loch und dem Haus machen erstmal. Ja, ja, genau. Damit wir uns so ein bisschen besser sehen, wo das Loch ist, so eigentlich. Genau. Ich glaube, wir können auch erstmal das Video beenden. Ja. Na, wir hacken jetzt noch ein bisschen, hacken Gras weg, ist ja jetzt nicht so spektakulär. Außer ihr wollt wieder ein Holzhack-Spezial sehen oder ein Graben-Spezial, dann machen wir das natürlich. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Liken, abonnieren, so, kommentieren. Ja? Ganz kurz, bevor Herr Heinrich jetzt hier das Video beendet. Natürlich produzieren wir immer ein bisschen vor. Das heißt, wenn ihr irgendwelche speziellen Wünsche äußert, können wir euch leider nicht versprechen, dass die auch direkt im nächsten Video oder im übernächsten erfüllt werden. Ja, aber wir werden sie auf jeden Fall berücksichtigen. Ja, wir können es ja kurz erzählen. Also, wenn wir Wochenende haben oder Urlaub, dann wird exzessiv gezockt. Dann macht man halt 3-4 Aufnahmen und dann kommen die halt so in der Woche peu à peu ab und zu mal raus. Ne? Und in der Woche kommen wir halt nicht so viel zum Zocken, da wir leider beide berufstätig sind. Scheiß Beruf. Also ich mag meinen Job. Und ja, darum drehen wir halt viel hintereinander. Und wenn halt Wünsche sind, können wir sie erst später ja in Betracht ziehen oder halt ausführen. Nicht, dass ihr traurig werdet, wenn ihr sagt, ey, ich habe hier doch aber einen Wunsch geäußert. Ich würde gerne ein Holzhacken-Spezial nochmal sehen.
Hintergrund. Das ist innerhalb der nächsten paar Folgen nicht zu sehen. Seid nicht traurig, wir werden sie berücksichtigen, nur eben nicht innerhalb der nächsten 2-3 Videos. Aufgrund der Berufstätigkeit. Genau, da kannst du dir jetzt die Verabschiedung machen. Achso, ja, also, wie gesagt, wir freuen uns über Likes, über Kommentare, Abos, freut natürlich insbesondere den Heinrich sehr. Ja! Lasst da, was ihr da lassen könnt. Und wir sehen uns oh. das nächste Mal. Und hier hat jetzt auch der Server gesagt, Leute, es reicht. Hört auf zu spielen. Genießt den Abend. Also, in diesem Sinne, macht es gut. Ciao.